Hallo, guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich möchte mich heute noch mal kurz mit dem Thema beschäftigen, Mahlzeichen des Tiers. Immer wieder hört man ja davon, dass ein Mahlzeichen an die rechte Hand und an die Stirn gegeben werden soll vom Antichristen und dass das mit Chips und modernen elektronischen Kennzeichnungen irgendwo stattfinden soll, dass dann die Haut gechippt wird oder unter die Haut so ein Chip gespritzt wird. Immer wieder hört man auch davon. Ich finde es unbedingt wichtig und auch dem Bibeltext geschuldet, dass man da einfach eng am Bibeltext auch bleibt. Da steht in der Bibel überhaupt nichts von. Es steht nichts von Chippen, es steht nichts von elektronischen Überwachungen. Da steht nichts von irgendwelchen Spekulationen, so wie man die im Internet heute vielfach findet. Das ist alles Humbug. Das ist in die Bibel hineininterpretiert und ich finde das mehr als fahrlässig. Denn da wird dem Wort Gottes mehr oder weniger Gewalt angetan. In der Bibel steht ganz einfach, es gibt ein Zeichen, ein Mahlzeichen, ein Erkennungszeichen, wenn man so sagen will. Wie das im Einzelnen aussieht und was das für ein Zeichen ist, das weiß niemand. Niemand kann sagen, ob dieses Zeichen elektronisch ist, ob das eine Tätowierung ist, ob es irgendwas ist, was in die Haut gelasert wird oder was auch immer das sein mag und was heute rumspekuliert wird. Das ist alles im Bibeltext nicht zu finden. Und wir müssen uns lösen von dieser Unnüchternheit und diesem Spekulantentum, mit dem man zum Teil dem Bibeltext da begegnet. Wenn Sie den Text in der Bibel aufschlagen wollen und den Vers nachlesen wollen, können Sie das gerne tun. Ich blende den hier auch mal ein. Also hier kann man das sehr genau auch sehen. Offenbarung 13, da geht es um zwei Tiere. Tiere ist hier ein Bild für einen, wie soll man das sagen, eine Autoritätsperson oder einen Herrscher, wenn man so sagen will. Es gibt ein Tier aus dem Meer, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten auch. Im Zusammenhang mit dem Propheten Daniel. Und es gibt ein Tier aus dem Land. Das Tier aus dem Meer scheint ein Tier aus dem Meer der Nationen zu sein. Die 10 Hörner und die 7 Häupter deuten hin auf die danielische Prophetie. Die sagt auch unter anderem, dass dieses Tier, von dem man hier liest, ein politischer Herrscher ist und kein religiöser Herrscher. Dieser politische Herrscher kommt nach allen Aussagen aus dem Propheten Daniel sehr deutlich aus den historischen Seleukiden oder endzeitlich aus Syrien. Das kann man sehr deutlich an dem Bibeltext ablesen. Das ist auch der Grund, warum wir das in den letzten Folgen auch so detailliert gemacht haben mit den 7 Königen und 8 Königen und gesehen haben, dass der letzte große Herrscher, der dort angekündigt ist, Antiochos Epiphanes ist, der historische Antiochos Epiphanes, der zur Zeit der Weissagung Daniels 550 vor Christus auch noch zukünftig war. Der war erst 100, also im 2. Jahrhundert vor Christus war dessen Zeit, um es etwas verkürzt zu sagen. Und dieser Herrscher oder dieser Antiochos Epiphanes, das, was von ihm berichtet wird im Buch Daniel Kapitel 11, das ist in zwei Hälften geteilt. Und zwar die erste Hälfte redet von dem historischen Antiochos und die zweite Hälfte redet von einem endzeitlichen Antiochos, wenn man so sagen will. Und daraus kann man schließen, dass in der letzten Zeit nicht das Römische Reich auftritt, sondern ein syrischer Herrscher, ein Politiker. Und das ist der Antichrist. Warum das so ist, warum der Antichrist ist, obwohl er Politiker ist und kein Jude ist, das schauen wir uns später nochmal an, da haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Lassen wir das mal einfach so stehen. Hier in Offenbarung 13 ist sehr deutlich zu lesen, es gibt ein Tier aus dem Meer und es gibt ein Tier aus dem Land. Das Tier aus dem Meer, das ist das, was die 10 Hörner und die 7 Häupter hat, das ist der Antichrist. Und das Tier aus dem Land, das ist der falsche Prophet. Und wenn man diese Verse jetzt mal ganz genau liest, dann muss man sagen, Zeichen und Wunder tut nicht der Antichrist. Nicht das Tier aus dem Meer, sondern das Tier aus dem Land. Und jetzt wird es spannend und interessant. Dieses Mahlzeichen, ohne dass man nicht kaufen oder verkaufen kann, das kommt nicht vom Antichristen,
sondern das kommt von dem Tier aus dem Land. Ich lese das mal vor. Vers 1, ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Das ist dieser politische Endzeitherrscher, Wurzeln in Daniel, politischer Herrscher aus den Seleukiden historisch und endzeitlich aus einer Art Neo-Seleukidentum oder Syrien, wie auch immer aus diesem Gebiet. Aber die Wurzel kommt aus den Seleukiden, politischer Herrscher. Und dann machen wir mal einen Sprung, und zwar gehen wir mal in Vers 11, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Also ein zweites Tier, und das kommt aus der Erde. Ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte 2 Hörner wie ein Lamm, das heißt, es sieht also fromm aus wie ein Lamm, und redet wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tiers, das hier ist also genannt, vor seinen Augen aus, vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Also da geht es jetzt plötzlich um religiöse Verehrung. Dieses zweite Tier, ich sage mal einfach, dieser falsche Prophet, dieses Tier aus dem Land, dieser falsche Prophet aus Israel, wie man sehr, sehr stark annehmen darf auch hier. Der sorgt für die Verehrung, für die religiöse Verehrung des ersten Tieres. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, welches Tier? Das zweite. Das heißt, der falsche Prophet, der tut große Zeichen, sodass dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Das ist aber nicht das erste Tier, sondern das zweite Tier, der falsche Prophet aus Israel, der die gottgleiche Verehrung der Juden und der ganzen Welt für dieses Tier aus dem Meer organisiert und vorschreibt. Vers 14. Und es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hat und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Ganz ähnlich wie bei Daniel damals ja auch. Und es macht, welches das zweite Tier macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wenn man das genau liest, dann müssen wir sagen, der Antichrist verursacht das gar nicht, das Zeichen. Lesen Sie den Bibeltext genau nach. Sondern das Zeichen wird von dem Tier aus dem Land, von dem falschen Propheten organisiert. Der macht das. Der macht dieses Zeichen. Und allein das sollte uns ein bisschen stutzig werden lassen bei all dem, Entschuldigung, bei all dem Blödsinn, der mittlerweile über den Antichristen, über die zwei Zeugen, über die Endzeit, über all diese ganzen Themen, auch mit dem Chip und diese ganzen Sachen da verbreitet wird. Das steht in der Bibel überhaupt nicht. Und ich finde das persönlich ärgerlich. Ich finde das für die Bibel extrem schädlich und nachteilig, dass diese Dinge da hinein interpretiert werden. Und diejenigen, die das tun, handeln meiner Meinung nach sehr verantwortungslos. Da wird zwar oft gesagt, dass man da die Bibel besonders wichtig nimmt und genau das machen soll, wie in der Bibel auch steht. Ich glaube mittlerweile, da geht es eigentlich nur um Aufmerksamkeit oder um Klicks in YouTube oder ich weiß es nicht genau, um Wichtigtuerei. Aber das hat mit der Bibel nichts zu tun. Wenn Sie den Text nachlesen wollen, Offenbarung 13, steht das deutlich drin. Da steht Vers 16, dieses Tier, es macht, dieses zweite Tier, das Tier aus dem Land, das macht, dass sie allesamt, die Kleinen, die Großen, die Reichen, die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann und so weiter. Dieses zweite Tier macht das. Und daran allein können Sie schon sehen, dass diese Aussagen, die man vielfach im Internet sieht, in YouTube diese ganzen Clips sieht oder auch irgendwelche Veröffentlichungen, die Sie lesen, die sind sehr reißerisch aufgemacht mit sehr vielen großen bunten Bildern, aber Entschuldigung, sie sind einfach falsch und sie entsprechen dem Bibeltext nicht. Und wir tun gut daran, wenn wir da sehr nüchtern bleiben, uns an die Bibel halten. Hier steht lediglich von einem Zeichen,
Ihr steht nichts von irgendwelchen Chips, die unter die Haut gepflanzt werden und dieses ganze Brimborium. Und finde das einfach wichtig zu sehen und war mir auch wichtig, das mal einfach so niederzulegen in so einem YouTube-Clip. Lesen Sie es einfach nach. Nur unsere Sinne, unser Verstand, der ist so stumpf, dass wir das nicht einordnen, nicht einschätzen können. Und da liegt eigentlich das Problem bei der ganzen Sache. Aber lassen wir das jetzt mal. Mir geht es nur darum, dass wir die Bibel so verstehen, wie sie da auch steht. Und die Nettobotschaft ist die, dass wir uns keine Angst machen lassen sollen vor den Zeiten, die kommen, sondern dass wir nüchtern sind, die Zeit, die wir jetzt haben, auch einfach auskaufen. Wir haben einen guten Herrn im Himmel, Jesus Christus sorgt für uns, er ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt, ist alles gut geworden auf Golgatha. Wir haben allen Grund, von dieser Hoffnung weiter zu sagen, wir sollen uns von diesen Offenbarungstexten keine Bange machen lassen, wir sollen die Bibel ernst nehmen. Was ich aber, wie gesagt, das möchte ich nochmal wiederholen, fahrlässig finde und nicht in Ordnung finde, dass in diese Texte so viel reininterpretiert wird und die Bibel damit in Misskredit gebracht. Trotzdem ist es wichtig für uns, an der Bibel zu bleiben. Ich finde das extrem spannend, extrem wichtig auch für unseren Glauben. Und je länger ich die Bibel lese, desto mehr freue ich mich darüber, was das für wunderschöne, deutliche, klare Aussagen sind, die die Bibel uns da gibt. Also lassen wir uns da mal nicht ins Boxhorn jagen. Lesen Sie einfach den Text nochmal und ich wünsche Ihnen bis zu einer unserer nächsten Folgen alles Gute und Gottes Segen.